gleich weiter da hinten hin. Alle, ja. Nicht aus Versehen irgendeinen Passanten anschießen, weil man die falsche Taste zum Springen drückt. Und hoffen, dass wir am richtigen Tag hier sind. Sonst müssen wir eine Woche warten. Schlafen. Plus, was? Bis Sonnenaufgang, habe ich gesagt. Erasia, nein. Noch ein Tag. Oh, stopp. Da ist zu. Jetzt habe ich einen Tag übersprungen. Bei meinem Glück war das genau der Tag. Samstag, ne? Ich glaube Sonntag kommen die. Erstmal wieder richtig schlafen, damit sie nicht so verrückt werden. Jetzt bitte Sonntag, richtig. Hoch und Segel setzen. Ivermorn-Inseln. Und wir sollten zum Tempel des Mondes und da den Altar also eigentlich entweihen und für die Sonnentempler weinen. Aber ich glaube, die Priesterin hat das ein wenig anders ausgedrückt. Aber gucken wir mal. Das dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Wir laufen einfach rein. Laufen bis zum Altar und laufen wieder raus. Oder teleportieren uns sogar raus. Ja, keine Gefahr mehr hier drin. Sehr schön. Fackellicht bitte. Und hier ist der Altar. Der Altar ist wieder rein. Und das war's. Bring uns bitte zurück nach da oben. Die Auftraggeberin war... Rebecca Gotteslicht. Und hier werden leider keine Notizen eingezeichnet, wie in den anderen Gebieten. Schade. Haus Gotteslicht. Ja, okay. Euer Mut hat viel zu eurem Glauben hinzugetragen, Priester. Mit frohem Herzen ernenne ich euch zu Priestern. Ernenne ich euch Priester zu Priester des Lichts. Und euch nichtgläubige Priester zu Eingeweihte des Lichts. Unendlichen Dank für eure Hilfe und 10.000 Gold. Und was ebenfalls wichtig ist, Erfahrungspunkte. Und die wandeln wir mal gleich in Stufen um. Und dann suchen wir uns die nächste Klasse aus, die man steigern könnte. Beziehungsweise bei dem Don Quixote waren wir schon, ne? Das wäre der für die Priester. Quatsch, für die Paladine? Ja, ich glaube die Paladine. Da müssen wir eine Maid in Not retten. Ein wenig kitschig, aber sei es drum. Ausbildung des Landes. 1279. Ich habe am Anfang ja gesagt, dass es ziemlich teuer wird und ich habe nicht gescherzt. Hervorragend. Hervorragend. Der kann gleich zweimal aufsteigen. Hervorragend. 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 Wir haben gerade genug Gold für unseren Stufenaufstieg. Das ist happig. Ja, wir haben jetzt recht viele Punkte mit allen Charakteren. Problem ist halt nur, dass sie zum Beispiel die Punkte auch braucht für die Lichtmagie, wenn wir sie denn später haben. Bei Talana bin ich mir jetzt doch nicht so sicher. Es kann sein, dass ich sie mit einem anderen Might & Magic Teil verwechselt habe und dass sie gar keine Dunkelheitsmagie lernen kann, weil wir uns halt für die gute Seite entschieden haben. Ich bin mir ziemlich sicher, entweder bei 6 oder bei 8 ging das. Also beides zu sprechen, aber müssen wir gucken. Sonst steckt sie einfach fast alle ihre Punkte in Wassermagie. Dann passt das auch. Gerugon, 15 Punkte. Du wolltest Reparierenmeister werden, ja. Du wolltest Konditionsmeister werden. Du wolltest Schildmeister werden, Plattenmeister, Streikkolbenmeister. Und du wolltest die alle auf Expertenrang bekommen. Kondition noch. Wir müssen für ihn echt mal Lehrer abklappern gehen. Bisher haben wir eigentlich immer nur nachgeguckt, wo die Lehrer sind für die ganzen Magiebegabten. Also, ne? Talana, Lunera und Lay. Und seine Sache haben wir ein wenig vernachlässigt. Gerade reparieren wird bestimmt sehr bald wichtig. Wenn wir alle naselang sterben und die ganzen Sachen erhoben werden. Du bist schon 7. Der ewige Kampf. Mehr Schaden oder öfters zaubern. Ich glaube, ich steige aber langsam mal die Stufe hier. Damit wir auch mehr Schaden machen und vor allem auch bessere Verzauberungen später bekommen. Sobald wir den Verzauberungszauber dann haben. Stab wollte ich eigentlich auch nochmal auf 4 bringen. Das mache ich einfach jetzt mal.
So, den kriegt sie nämlich 4 mehr zur Rüstung. Ist nicht viel, aber Schaden tut's nicht. So, 24 Punkte bei dir. Alchemie bist du auf 7. Musst auch noch Meister werden. Hinter dem Negentempel. Dolch bringt dir. Es geht so. Leder bist du schon Experte. Schild. Die Verlängerung der Erholungszeit entfällt. Ja, das solltest du werden. So. Meditation. Könntest du auch noch steigern. Die restlichen Punkte behältst du. Du. Feilschen kann sie schon Meister werden. Kette. Das Kette-Experte sollte sie recht schnell werden. Aber ich glaube, ich bewahre die Punkte auf für die Lichtmagie. Damit wir das möglichst schnell hochbekommen und an die guten Zauber rankommen. Weil Tag des Schutzes ist ein sehr, sehr, sehr schöner Zauber. Inventar sieht ein wenig chaotisch aus, war aber schon mal schlimmer. Das heißt, wir haben genug Platz zum Looten und wir müssen looten. Wir brauchen nämlich ganz viel Geld. Allein schon für die Stufenanstiege. Ja, das ist auch egal jetzt. Aber was ist der nächste Schritt? Suchauftrag. Wir müssen durch die Nebelwände, um Lichtmagie sprechen zu können. In den Nebelwänden dürfen wir nicht töten. Aber wahrscheinlich dürfen wir uns die Monster angreifen. Das heißt, wir sollten reingehen mit recht vielen Mana-Tränken. Wir haben aber nicht so viele leere Flaschen. Hier war ein Alchemist, oder? Was war das eigentlich für ein schwarzer Trank? Schein zu Fleisch, okay. Waffen, Rüstung, Training. Taverne. Ach, der war ganz hinten in der Ecke, oder? Also meine erste Reaktion bei dieser Prüfung ist jetzt eigentlich erstmal woanders hinzugehen und die Klassenquest zu machen, damit wir allgemein stärker sind. Auch wenn es nicht wirklich Sinn macht, denn wir müssen ja nicht kämpfen, aber wir kriegen halt Schaden. Und können dementsprechend sterben. Besondere Tränke, genau. So, Kauf, 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 Kauf. Kauf, Kauf. Wir gucken gar nicht erst, ob er gute Tränke hat, aber wir können sie eh nicht kaufen. So, du Er hättest schafft. gerne 27er. Er schafft die perfekte Mischung. Das ist doch schon mal okay. Nee, komm. Wir gehen jetzt dahin und machen die Mission, damit wir Lichtmagie sprechen können. Die Klassenqueste können wir immer noch machen. Und falls das wirklich für uns zu stark ist, also die Gegner uns zu viel Schaden zu. Ich will nicht wieder runterfallen, geh weg. Falls sie uns zu viel Schaden zufügen, dann teleportieren wir uns einfach raus. Und probieren es ein anderes Mal. Nee, hier war das nicht. Das war auf der linken Seite. Als wir zuerst mal in die Stadt hier gekommen sind, sind wir zuerst links rumgegangen. Und da sind wir gleich auf die Nebelwände gestoßen. Und wollten nicht reingehen. Also war das hier? Ja. Nebelwände. Die Nebelwände. Der Ort der Reifeprüfung für jeden Zauberer. Schweben wie ein Wunder des Himmels auf den Wolken. Sie sind ein ganz und gar magisches Konstrukt. Also wird es Rätsel geben und Monster, die uns töten wollen, die wir nicht töten dürfen. Das ist keine schöne Kombination. So, wir hätten gerne Schauen wir uns das an. vorher gebufft, bevor wir reingegangen sind. Das habe ich aber verschlafen. Wir kriechen uns mal, ja, hier in die Ecke, weil ich höre schon die ersten Gegner. Das haben wir schon, das hätten wir gerne. Wir hätten gerne Segen. Wir hätten gerne Luftschutz. Wir hätten gerne Wasserschutz. Wir hätten gerne Heldentum. Wir hätten gerne Federfall. Und ich glaube, damit sind wir fast durch. So, jetzt ignorieren wir alle Gegner. Und da sind. Wow, es ist viel zu dunkel. Unsere Zauber sind weg. Die machen meine Zauber weg. Ja, und die erste ist ohnmächtig. Hier sind Tore. Die Tore sind Teleporter. Was ist mit Lay los? Du bist eingeschlafen? Ja. Okay. Ganz ruhig aufwecken. Ich weiß gerade nicht, in welchem Tor ich drin bin, also sollte ich hier wieder raus. Wir orientieren uns nach Süden.
Wir kommen von Süden. Das tut irgendwie weh. Da ist der Eingang. Plan ist jetzt, ich laufe in das linke Tor. Damit ich mir besser merken kann, wo wir schon drin waren und wo nicht. Also hochheilen. Ins linke Tor. Da sieht man fast gar nichts. Linkes Tor rein. So. Neu zaubern, in der Hoffnung, dass wir hier nicht entzaubert werden. Die machen ganz schön Lärm. Heilung auf dich. Und der Zauber ist wieder weg. Ja, nö, ich denke mal, uns buffen können wir hier knicken. Das heißt, die Einzige, die immer wieder zaubern wird, ist sie, die uns hochheilt. Aber ansonsten sind die Gegner machbar. Also sie scheinen primär zu entzaubern und ein bisschen ein Knopfrätsel. Ernsthaft? Dich? Das tut irgendwie weh. Das können wir nur bewegen da oben, wenn wir die richtige Kombination nehmen. Das tut irgendwie weh. Okay, das lassen wir erstmal. Gucken wir auf die andere Seite. Wir haben hier nur die Mitte gedrückt. Ich hätte meinem Gefühl trauen sollen. Besser gesagt, die Helden hätten meinem Gefühl trauen sollen, denn ich wusste, dass das hier nervig wird mit den Puzzeln. Trotzdem ist es wichtig, dass wir es machen. Also wir gehen jetzt auf die andere Seite, gucken, ob da nochmal die Knöpfe sind. Noch mehr Gegner. Autsch, 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 autsch. So. Können wir hier dich drücken? Nein. Jetzt machen wir auf der Seite den Knopf als einziges hoch. Und gehen auf die andere Seite. Denn vermutlich, ich weiß es echt nicht mehr, ob es so war. Es ist so, dass wenn man auf der einen Seite die richtige Kombination eingibt, man erst auf die ganz andere Seite laufen muss, um da den oberen Hebel zu bewegen. Und wenn auf der gegenüberliegenden Seite die Knöpfe richtig stehen, kann man den Hebel auch benutzen. Das werden sehr, sehr häufig hin und her laufen müssen. So, das war's nicht. Machen wir das Gegenteil. Können wir einfach hier abkürzen? Ah, da können wir nicht hochspringen, okay. Du, Heilung. Also, mittlerer Knopf, draußen war es nicht. Mittlerer Knopf, drinnen, alle anderen draußen, wird jetzt getestet. Das sind ja bloß wie viele Kombinationen? Nee. Hoffen wir mal, dass auf beiden Seiten die gleiche Kombination war. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. So. Oh. Einfach alle reindrücken. Das ist ja schön. Das ist natürlich eine sehr einfache Kombination. 1, 1, 1. Muss ich jetzt auf die andere Seite auch 1, 1, 1? Moment mal. Ich hätte auf der anderen Seite das eingeben müssen, was hier jetzt ist, richtig? Und nicht einfach 1, 1, 1 drücken. Ich denke schon. Ja. Das war... Oh. Nicht blitzen. Nee. Du, heilen. Jo, komm, wieder heilen. Und Gerogon auch ein bisschen heilen. Bringt zwar nicht so viel, aber jedes bisschen hilft. Heil sie. So. Genau. Kommando zurück. Wir laufen wieder hier hin. Und wir drücken... Also links und rechts müssen draußen sein und in der Mitte muss drin. Und dann können wir auf die andere Seite laufen und da den oberen Hebel benutzen. Das tut irgendwie weh. So. Geh weg, doofer Djinn. Ich darf dich nicht hauen aus Versehen. Das tut irgendwie weh. Geh weg da. Genau. So, du bist draußen. Du bist draußen. Jetzt müsste auf der anderen Seite der obere Hebel bewegbar sein. Hoffe ich. Aber vorher gucke ich mal ganz kurz, ob das in der Mitte jetzt schon ganz aufgegangen ist. Nee, ich glaube nur zur Hälfte. Also muss man echt beide Schalter drücken.
Lauf. Talana kurz heilen. Zwischendurch mal versuchen, ob irgendwelche Buffs halten bleiben. Oh. Nein, es geht nicht. Okay, es geht schon mal nicht wieder zu. Okay, den einen rein. Das heißt, die Seite hier hat eine andere Kombination. Ich hab's schon wieder verdreht. Auf der Seite ist es vollkommen egal, was ich mache, weil ich auf der anderen Seite das schon gemacht habe. Das heißt, das bleibt so, wie es sein sollte. Und ich muss auf der anderen Seite wieder das ändern. Yeah. Ich glaube, ich mache jetzt einen kleinen Zeitraffer und rase jetzt so lange hier hin und her, bis ich die richtige Kombination habe. Also bis gleich.